Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil 2 im B-Szenario, immer noch mit Claire Redfield. Wir haben zuletzt die kleine süße Sherry Birkin leider... Ja, wir haben sie gehen lassen, sagen wir es mal so. Und, ja, jetzt haben wir uns den Zugang quasi zu Irons Büro ermöglicht. Durch glückliche Umstände. Und ich weiß nicht, ich präpariere mich jetzt einfach mal so ein ganz kleines bisschen zumindest, weil wir haben keine Revolvermunition mehr. Wir haben von dieser anderen Pistole da nicht wirklich viel Zeugs. Und ich möchte jetzt in sein Büro lungern. Beziehungsweise in sein Büro gehen und dann dort herumlungern. Da haben wir ja Bock drauf, ne? Das ist ja hier unser Ding. Und dann schauen wir uns doch mal an, was uns da erwartet, würde ich behaupten. Warte mal. Achso, das haben wir schon gelesen. Expresslift. Jojo. Ich bezweifle zwar, dass hier ein Bosskampf oder irgend sowas kommt, aber man kann ja nie wissen, ne? Dass zumindest Gegner kommen können. Oh. Wir finden ein grünes Kraut und wir speichern. Wir sind so gut wie tot, Leute. Oh, kommt jetzt etwa Mr. X aus der Böschung gesprungen? Das wäre ja so schön. Ah, klasse. Wenigstens das Zimmer haben sie tatsächlich so gelassen, wie es im Original war. E-Mails an Chef Irons. Polizeichef Irons, für Ihre unerschütterliche Unterstützung habe ich Ihnen einen kleinen Betrag überwiesen. Ich hoffe, ich kann mich darauf verlassen, dass Sie Ihre Untergebenen weiterhin überwachen, insbesondere die Überlebenden der Villa. Beseitigen Sie sie, falls nötig. Ah, da sind wahrscheinlich die Stars gemeint. WB, oh mein Gott, wer könnte das sein? William Birkin? Nein, das wäre viel zu offensichtlich. So, Polizeichef Irons, ich habe Ärger mit dem Umbrella-Hauptquartier. Die Anzugträger wollen die Früchte meiner Forschungsarbeit einheimsen. Aber keine Sorge, der Sturm wird schon bald vorbei sein. Machen Sie nur weiter, wie ich Ihnen sage, dann wird schon alles glatt gehen. Polizeichef Irons, Sie müssen das Wachpersonal... Moment, wenn das E-Mails sind, wieso liegen die da ausgedruckt auf dem Schreibtisch? Oh, da habe ich hier voll geheime E-Mails bekommen. Was tue ich damit? Ich drucke die aus und lege die für jeden frei zugänglich auf meinen Schreibtisch. Ja, ja, so macht man das, wenn man geheimnisvoll tun will. Oh Gott. Naja, Sie müssen das Wachpersonal meines Labors verstärken. Ihre Handlanger sollen auf alle Verdächtigen schießen, egal ob sie getötet werden. Selbst wenn es Umbrella-Mitarbeiter sind. Ich stehe kurz vor der Vollendung von Gene und ich will nicht, dass irgendein Arsch dazwischen funkt. Polizeichef Irons, erledigen Sie Ihren verdammten Job. Ich habe gesagt, dass ich mehr Wachpersonal brauche. Ist Ihnen nicht klar, wie wichtig das ist? Was das Finanzielle betrifft, so kann ich alles bezahlen, wenn ich erst die Macht habe. Vorher nicht kapiert. Sie sind nicht unersetzbar. Ja, da hat es uns aber mal heftig gegeben, ne? Böse, böse Mensch. Also ich weiß nicht, ob ich begeistert oder... Ach, das ist ein Safe-Raum. Wieso haben wir hier einen Safe-Raum und, wieso haben wir hier einen Safe-Raum? Und unten auch. Aber ja, gut. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich, angeekelt sein soll oder doch begeistert. Ich glaube, ich bin eher angeekelt. Ich finde generell so eine ausgestopften Tiere und als Trophäen sich hier so einen ganzen Hirsch hinzustellen... Der bestimmt nicht eines natürlichen Todes friedlich mit, ich weiß nicht, wie alt Rehe oder Hirsche werden, keine Ahnung, im Wald umgefallen ist, ja, machen wir uns nichts vor. Fand ich schon immer eklig, irgendwie sich Tiere so auszustellen. Ja, Tierpräparationstagebuch. Weißwedelhirsch. Ah, es ist ein Hirsch. Okay. Männchen, circa 6 Jahre alt. Ich habe gerade anstelle von Fangort, wollte ich irgendwas mit Fangort oder so. Ach, wie das Hirn einen verarschen will, ne? Fangort Arkleberg. Ach nee, echt? Länge 1,85, Gewicht 160 Kilo. Ja, das kommt vielleicht auch auf Polizeichef Irons hin. Mensch, meint der wirklich den Hirsch? Ist zwar gut geworden, aber ich bin diese mickrigen Viecher langsam leid. Vielleicht sollte ich mich mal anspruchsvolleren Tieren zuwenden. Sibirischer Tiger? Ach du Scheiße. Männchen 4 Jahre alt. Fangort. Region... Chabarovsk. 289 und 239,9 Kilo. Bin fast gekommen, als ich ihm
Ernsthaft? Bin fast gekommen, als ich ihm den gelben Bauch aufgeschlitzt habe und seine dampfenden Eingeweide herausquollen. Ich rieche immer noch nach Raubtier. Das ist das wahre Leben. Okay. Schwein, Weibchen, 22 Jahre alt. Länge 1,60, Gewicht 49,8. Der Körper dieses Exemplars ist weich, schön, komplett weiß und er gehört mir für immer. Boah, nee. Oh nee. Oh, oh nee. Oh nee. Oh, nee. Nee, oh, das ist schon abartig, ne? Ach Mensch, ihr armen Tiere. Wolf, erzähl, was hat er dir angetan? Dreckiges Schwein. Oh! Ho, 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 ho. Okay. Okay. Ich habe ein Flashback. Ich erinnere mich an... ja, an lustige Begebenheiten. Oh, Leute. Oh, Leute. Wir haben immer noch keine Tresore geöffnet, ne? Hier fehlt noch... Dafür haben wir hier unser Messer in dem Zombie stecken lassen. Hier haben wir eine Pflanze übersehen. Ah, ich bin in dem Spielgang echt nicht gut im Gegenstände... holen. Okay, wir gehen erstmal ganz unbefangen hier durch den Gang und hoffen, dass uns niemand erschreckt. Nein? Okay. Dann gehen wir mal ganz unbefangen hier durch die Tür. Ach ja, schön. Gott sei Dank. Die Schlüsselkarte. Ach, Gott sei Dank, Claire. Oh nein, was müssen wir denn hier tun? Hm. Natürlich müssen wir irgendwelche Sicherungen einsetzen. Das war ja so klar. Oder müssen wir da irgendwelche Sicherungen einsetzen? Oh, ein Dodo. So. Brief des Reparaturservice. Ihrer Beschreibung des elektronischen Türschlosses im Polizeichefbüro muss wahrscheinlich etwas ausgetauscht werden. Sie brauchen Schaltschrankteile, um das Problem zu beheben. Zum Glück ist gerade einer unserer Mitarbeiter in der Polizeistation, um die Glocke des Uhrenturms zu reparieren. Wir haben ihm ein paar Ersatzteile mitgegeben. Er sagt, er habe eins im Lagerraum Ost im Stockwerk 3F gelassen. Sollte etwas schiefgehen oder sie mehr benötigen, suchen sie ihn einfach im Uhrenturm. Oh Gott. Im Turm auf. Wir sind ihnen stets gerne behilflich. Und hier ist der Herzschlüssel. Ach, wie schön. Ja, ja, ein Relief. Mensch. Oh, habe ich jetzt gespoilert, wenn ich sage, wir haben den Herzschlüssel? Nö, ne? Na, noch Fritete, alles klar. So. Ein Bär. Hier ist irgendwo Pulver, ne? Ah, hier. Okay. Nice. Also mit Pulver werden wir hier wirklich ordentlich zugeballert. Da bin ich, wie gesagt, sehr begeistert. Na, da bin ich, wie gesagt, sehr begeistert. So, untersuchen wir das Schätzchen doch mal. Und natürlich ist es der Schlüssel. Der Schlüssel unseres Vertrauens. Wieso, unseres Vertrauens? Wieso wackelt der da eigentlich? Und wieso kann die hier nicht einfach sich einen länglichen Gegenstand nehmen? Einen Stock oder irgend sowas? Und das Ding hier einfach so sich abfädeln? Das ist doch keine große Kunst. Aha. So. Was haben wir denn hier noch? Ich will mal ganz kurz noch gucken. Was haben wir denn hier noch alles Schönes? Ja. Na. No. Ach Gott, der Typ ist echt... Wer weiß, aus welchen Gräbern der das hier zusammen geklaut hat? Wer weiß. Okay, dann gehen wir wieder ganz unbefangen in diesen harmlos wirkenden Gang, der total harmlos ist. Okay. Der war tatsächlich harmlos. Gut, dann halt nicht Spiel, ja? Da wollte ich dir eine Chance geben. Ach. Hier sind wir. Na, das ist aber schön. Das ist aber schön, hör mal. Ach, weil Claire diese Kurbel wahrscheinlich nicht findet, hat sie hier halt die Möglichkeit, sich den Weg so zu erschließen. Hier unten müssten wir jetzt eigentlich die Tür öffnen können, oder? Oh, fuck. Oh, warte mal. Haben wir noch Bretter? Nee, haben wir nicht. Ja, der wird da bestimmt durchbrechen. Das ist weniger geil.
Aber das können wir dann halt nicht ändern in dem Moment. Und er ist durchgebrochen. Geil. Okay. Die taugt ja gar nichts, die Muni. Ich glaube, ich verbrate hier umsonst lustig unsere Munition. Kann das sein? Nein, ich möchte das nicht spielen. Oh nee, ich möchte das bitte nicht spielen. Nein. Kann ich mich auch weigern? Kann man sagen, nö, macht mal alleine. Da habe ich ja jetzt gar keinen Bock drauf. Ach Gott, nein. Let me out. Und wir hören da vielleicht schon. Was? Ganz entspannt. Oh, ein tragbarer Tresor, für den wir gar keinen Platz mehr im Inventar haben. Oh. Huch. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen improvisieren. Ja, komm, nützt ja nix. Können wir das auch nochmal kombinieren? Jawohl, und schon haben wir wieder Platz. Ich weiß nicht, ob das die schlauste Idee war, um Säuregranaten zu machen, haben wir aber eh nicht genug Schießpulver von der normalen Sorte, deswegen ist das eh scheißegal an der Stelle. Okay. Ich hol mir schon meinen schlauen Zettel dazu. Wir werden mal wieder lustig mit dem Ganzen voranschreiten. Ich muss mir wieder ein paar Notizen machen, beziehungsweise mir das wieder aufmalen. Das dauert einen kurzen Moment. So, 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 so. Und wie viele Kästchen? 8. Okay. Ich hätte das schon vorgefertigt hier liegen haben müssen, ey. So, okay. 1. Okay. 2 ist das. Aha. So. Ja, ist wieder diese Frickelarbeit, die wir mit Leon ja auch schon hatten. Aber das soll uns ja hier nicht stören. So. Das hier noch. So, die 7 ist das. Und die 8 ist dann logischerweise daneben. Können wir ja gleich dann so machen. Die 5. So. Die 1. Dann die 4. Oh, die 6. Und die 3. Ach, ne. Den kleinen Knopf. Den wir brauchen. Und wusch. Okay, Leute. Geronimo! Na, ach, das wollte ich gar nicht. Shit. Und? Was? Oh. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch bestimmt ein Haufen Scheiß. So, Konfiszierung. Ah, okay.
Konfessierungsbericht. Verdächtiger Mann am vermerkten Ort gefunden, als ein Beamter ihn zur Rede stellte, spielte er den Verwirrten. Er wurde verhaftet, eine Notiz in seinem Besitz wurde konfessiert. Es weiß zwar sowieso jeder, aber es handelt sich um Justin Hansen, 39 Jahre alt, ortsansässig, alleinstehend, der regelmäßig im Gefängnis einsitzt. Er ist zwar an sich kein schlechter Kerl, aber ein spatzenhörniger Kleptomane. Unglaublich, dass er ausgerechnet auf der Polizeistation etwas mitgehen lassen wollte. So, die Kombination für den Safe haben wir jetzt, dank des tollen Kleptomanen. Die Tür hier können wir, glaube ich, von der Seite leider nicht öffnen, weil wir den Schlüssel nicht haben. Wir lassen uns einfach nicht irritieren. So. Und Auftritt. Okay, gibt keinen Auftritt. Wie kommen wir denn jetzt eigentlich von hier zum Beispiel hier rüber? Wahrscheinlich über das obere Geschoss, hm? Ah ja, ich lege aber vorher noch ein paar Sachen ab. Wir haben schon wieder keinen Platz im Inventar, das ist unglaublich. Und speichern werde ich am besten auch mal. Ja komm, da ist der Dingens ja in der Nähe. Das legen wir weg. Wir legen das weg. Die Schlüssel behalten wir mal. Ja, das ist irgendwie meine Notfallversicherung, ehrlich gesagt, die MP. Deswegen nehme ich die jetzt lieber mit. Ich speichere noch. Nicht, dass wieder komische Unglücke passieren. Ach komm, hier. Überspeichern wir mal wieder Leons Errungenschaften, die wir nicht erreicht haben. So. Ich frage mich ja nur, wann, und ich traue mich gar nicht, es zu sagen, weil es dann wahrscheinlich das Ganze noch triggert. Ich frage mich, wann wir Mr. X begegnen. Den Guten. Ach, guck mal, hier oben wäre ein Brett gewesen. Naja. Macht ja nichts. Nützt ja nichts. Das lassen wir mal noch liegen. Wir kommen ja gleich nochmal wieder. Also ich bin mittlerweile sehr, sehr skeptisch, was diese Schränke angeht. Ihr werdet das sicherlich verstehen. So, was haben wir denn hier noch? Oh, Polizeihut, Polizeihut. Welche Tür nehmen wir denn? Den Balkon oder den Gang hier? Wir gehen erstmal in den Gang. Ach, die Geschichte hier ist das. Okay. Ach, blaues Kraut nehme ich jetzt nicht mit. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ach, hier ist das Zahnrad. Das brauchen wir auf jeden Fall. War hier nicht auch das Schaltschrank-Teil? Eine Sackgasse, ne? Gut, dass der weiterläuft. Na, sowas. Oh. Oh, jetzt wird's aber knapp mit dem Platz, ne? Gut, ist der Schlüssel jetzt vielleicht nutzlos? Das würde mir jetzt im Moment total weiterhelfen. Nee, ist er nicht. Scheiße. Scheiße. Shit. Warte mal, wir können doch sicherlich hier so nachladen. Oh. Blink. Wir haben gespeichert, wieso? Wieso speichern wir ständig? Das macht mich nervös. Ah, 3 Schuss, ach komm. Oh geil, ich habe ein Messer, was ich nicht mitnehmen kann.
wir haben wieder Platz. Achso, ja, nee, sie muss erstmal nachladen. So. Huch. Gut, das mit dem Messer ist jetzt natürlich auch ärgerlich, aber was soll ich jetzt gerade machen, ne? Ui. Okay, wir rennen einfach. Oh, wow. Alter. Wo ist denn der? Ach, da. Du Scheiße. Nein. Okay, das lief doch super. Ahahaha. Hahaha. Ja, ja. Tschüss. War schön mit euch. Tschüss. Alter Schwede. Was ist denn hier plötzlich passiert? That escalated quickly. Oder wie war das? So. Das verstauen wir gleich mal. Das verstauen wir auch. Das verstauen wir auch. Den verstauen wir auch, weil wir jetzt ab sofort weiterhin damit anscheinend erstmal spielen müssen. Leider, leider. So, dafür nehme ich nochmal... Ich überlege, ob ich nochmal Heilung mitnehme. Fakt ist, wir müssen uns jetzt den wunderbaren Weg bahnen. Durch das Monsterhaus, durch unser tolles Polizeirevier. Na, eigentlich sollte eh mal Heilung reichen. Bisher ist das immer unser... Ich nehme... Na komm. Für den Notfall. Falls wir es gleich brauchen, wenn uns hier nochmal wer anbeißt. Was habe ich denn da jetzt alles liegen lassen? Ach, ich habe einen Haufen Scheiß jetzt liegen lassen. Warte mal, 3F. Ja, ein Haufen. Naja, es geht. Es ist nicht so dramatisch, aber wir müssen noch auf den Balkon gehen. Wobei ich das eigentlich gar nicht möchte. Weil ich vermute, dass wir da wieder Besuch bekommen von einem netten Freund und Kameraden. Generell habe ich ein wenig Bedenken. Ach nee. Wieso findet man so viel blaues Kraut? Hat das noch irgendeine andere tolle Bewandtnis, die ich leider noch nicht verstanden habe? Und wieso soll ich jetzt hier die Leiter runterklettern, wenn Leon da schon runtergeklettert ist, der Mr. X hier schon rumläuft? Und generell, der Helikopter eigentlich... Hä, das... Also ich muss ganz ehrlich sagen, hier stimmen einige Sachen von der Chronologie noch nicht so ganz, oder? Gut, das mit der Scheibe, die noch nicht zersprungen ist vom Licker in dem Verhörraum... Und der Treppe hier, also der Leiter hier, das haut hin. Aber so andere Sachen. Da müsste Leon doch schon vorbeigegangen sein. Wir hatten doch, jetzt fällt mir bloß wieder kein Beispiel ein. Toll, toll. Aber wir hatten doch so Sachen, wo eigentlich Leon quasi... Moment mal, beim Lagerraum konnte man... Das ist ja noch viel besser. Dann gehen wir doch hier hin. Denn ich habe jetzt wieder ein Messer und es interessiert mich nicht, was... Scheiße. Okay, wir gehen... Ah! Oh, okay, wir gehen wieder zurück. War eine doofe Idee, war nur Spaß. Haha. Dann müssen wir doch hier lang. Das finde ich jetzt aber kacke. Nützt ja nichts. Bricht die jetzt auch ab? Ach nee, bei Claire nicht, weil Leon ist schwerer als Claire. Also bilden wir uns zumindest ein. Na, wie schön. Ich könnte mir vorstellen, dass es tödlich endet, wenn man da langläuft. Also eigentlich ist es ja jetzt von der Logik her nicht unsere Aufgabe, hier das Feuer zu löschen, weil das hat ja eigentlich Leon gemacht. Ne? Also ich muss sagen, die haben diese Auftritte quasi von den Zombies, haben die echt gut gemacht. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Oh fuck.
Also, dass die... Das erinnert mich so ein bisschen an so The Walking Dead, wo die dann immer alle so aus dem Nichts plötzlich kommen. So, man geht so eine Gasse lang, nichts ist zu sehen und plötzlich stehen da drei Zombies. Ach so, ja. Ach, das ist hier zugenagelt. Das ist aber schön. Jetzt müssen wir trotzdem den... Ich weiß nicht. Das sind so Sachen, die muss ich sagen, die gefallen mir halt nicht, weil das so... Es ist dann kein richtiges B-Szenario, weil wir nicht einen alternativen Weg von Claire sehen, sondern wir sehen, dass Claire das Gleiche macht, was Leon eigentlich schon im A-Kapitel gemacht hat und wir machen nochmal dasselbe. Das ergibt für mich persönlich keinen Sinn. Wisst ihr, also das B-Szenario ist ja deswegen B, weil wir den Weg sehen, den Claire gegangen ist. Und Claire kann ja nicht den gleichen Weg mit den gleichen Aufgaben gegangen sein wie Leon, weil das macht ja keinen Sinn. Und wenn jetzt irgendwer sagt, ja, da mäkelst jetzt rum, ganz ehrlich, dann sollen die Entwickler kein B-Szenario machen. Wenn sie sich nicht eine richtige zweite Story noch, sagen wir jetzt mal, ausdenken können, wo es tatsächlich... Und wir speichern. Oh, leck Mio. Ja, das war wieder klar. Ja, und das passiert halt bei Claire genau wie bei Leon. Und wenn die sich halt keine richtige zweite Story ausdenken können, dass komplett Dinge auch anders halt geschehen. Dann ist das halt so eine Sache, ne? Der weiß nicht, dass wir oben sind, ne? Sollten wir nutzen. Kommt der? Ich wollte gerade sagen, kommt der jetzt etwa wieder zurück? Das wäre ja extrem unfair. Oh, ja, er kommt wieder zurück. Wir kommen jetzt hier in diesem Büro raus, wo wir den Tresor gleich mal aufmachen können. Wenn ich mich bloß erinnern würde, wie der war. Aber wir haben es ja hier aufgeschrieben. Warte mal. So genau, da drüben. Links 6, rechts 2 und links wieder 11, ne? So, links 6, rechts 2 und links wieder 11. Perfekt. Cool. Oh. Und das Gute ist, dass wir es gleich kombinieren können, Gott sei Dank. Ich bin erleichtert. Es hilft übrigens super, was ihr mir anscheinend... Also, nicht was ihr mir anscheinend... Was ihr mir geraten habt. Von euch kam ja der Tipp, dass der Mr. X uns vor allen Dingen hört, wenn wir uns laut bewegen. Hey, der Typ, der mein Messer hat, steht jetzt hier oben? Wieso? Und wenn wir hier quasi keinen Stress machen und uns leise verhalten, dann kriegt er anscheinend nicht mal Marvin mit, dass wir hier sind, oder? Nö. Ah, die Olle wird's merken. Okay, die hat's gemerkt. Das macht aber nichts. Wir gehen einfach ganz schnell hier rein. Der ist noch im guten Winkel. Jawohl. Wow. Shit. Ah, shit. Okay. Okay, wir wollen einfach nur schnell in den Safe-Raum. Da ist es mir jetzt auch egal, dass der hinter uns ist. Ah. Okay, boah, ist das, oh, das ist so eine Anspannung, ey. Ist ja Hammer. Okay. Wir brauchen das Ersatzteil, weil da können wir hier gleich vorne die restlichen Gegenstände uns krallen. Das packe ich mal alles weg. Ich denke, wir sind jetzt Mr. X eigentlich ganz gut entkommen.
sagte sie, bevor wieder alles schief gehen wird. Nee, aber das ist, lief eigentlich ganz anständig, finde ich. So kann's doch bleiben. Da habe ich ja nichts dagegen. Ne? Ach nee, Moment, das ist wieder weg. Wir brauchen den Revolver, damit wir den. Nein, damit wir den nachladen können. So. So. Ja, nee, also das nächste Ziel ist jetzt auf jeden Fall, wir müssen ja erstmal die Gegenstände, wie gesagt, holen. Dann haben wir im Uhrenturm mehr was zu tun. Dann müssen wir. Ja, hier ist ja eigentlich nur noch ein Messer, oder? Und vielleicht Munition oder so, keine Ahnung. Aktenraum, mal gucken, vielleicht kommen wir da auch gar nicht hin. Ja, gut, diese Bretter und so, ja. Ist jetzt nicht mein primäres Ziel. Eigentlich müssen wir in der Bibliothek noch was machen. Wir müssen hier noch den Raum aufschließen zur Wäschekammer mit unserem Schlüssel. Ha, wir haben noch einiges eigentlich zu tun hier im Haus, ne? Zum Glück kommen wir da halt wieder. Also zum Glück hat man die Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Und was ist hier? Was ist das? Welche Stelle ist denn das? Ich habe keine Ahnung, aber das soll uns jetzt auch nicht stören. Ich habe ein paar blaue Kräuter oder Pflanzen halt liegen lassen. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch, denke ich. Ich werde jetzt abspeichern und den Part erstmal beenden. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann lustig wieder bei Claire Hart am Limit im Polizeirevier. Boah, ich habe gerade den Speicherstand, den ich gerade überschrieben habe, der hieß ja irgendwas mit Kanalisation oder so. Ich habe gerade beschreckend dran gedacht, dass wir mit Claire da vielleicht auch noch hin müssen oder so. Boah. Da habe ich ja schon total viel Bock drauf. Naja, nichtsdestotrotz beende ich hier, wie gesagt, den Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit den folgenden Videos kommen wird. Ich habe am Wochenende Besuch tatsächlich. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe mit dem Vorproduzieren, dass ein paar Videos da sind. Ich hoffe, dass ich es schaffe rechtzeitig, aber ansonsten bitte nicht wundern. Ab Sonntagabend sollten dann wieder Videos kommen. Oder ein Video zumindest, das Resident Evil Video. Und das Gute ist, liebe Leute, ab nächste Woche habe ich Urlaub. Eine Woche. Yay! Yay! Mein Unikram ist alles erledigt und von der Arbeit habe ich dann auch halt mal eine Wochenende Ruhe und da kann ich mich definitiv wieder ein bisschen aufs Game konzentrieren, bis dann das neue Semester wieder losgeht. Ja, nee, und dann werde ich wahrscheinlich Resident Evil aufnehmen weiter. Ich hoffe, dass ich es auch beende bis dahin, also zumindest das B-Szenario. Und mal gucken, vielleicht machen wir Last of Us mal weiter, ne? Da war ja noch was. Huiuiui. Das stört mich ehrlich gesagt, dass das so offen ist noch irgendwie. Ich würde aber allerdings gerne mal wissen, wie lange das noch geht. Also, hui. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo wir waren. Und da muss ich mich wieder in die Steuerung reinfinden. Ach, das wird schön, wenn ich das wieder spiele. Da können wir uns alle freuen. Zumindest die Zuschauer, die hier Resident Evil gucken und auch gleichzeitig Last of Us geguckt haben. Je nachdem, ne? Kann man ja nicht über einen Kamm scheren, das möchte ich ja nicht. So, aber für alle Resident Evil Interessierten, die hier zuschauen. Wie gesagt, ich probiere ein bisschen jetzt noch morgen vorzuproduzieren. Und ansonsten sehen wir uns dann, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ne? Wisst ihr Bescheid? Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.